Mabache TV. Willkommen zurück zum zweiten Teil meines abgelaufenen Red Bull Tests. Wie gesagt, ich werde nicht vom Red Bull gesponsert, aber Leute, bei Red Bull, wenn ihr wollt, ihr könnt mir gern Ersatz für die alten Dinger schicken. Hat nichts dagegen. So, gestern war 2010 dran. Ich hab's noch hier zum Vergleich. Die Farbe von gestern schmeckt wie eingeschlafene Füße. Jetzt habe ich meinen ganzen Vorrat rausgekramt. 2011, 2011, 2011, 2011. Wir werden jedes aufmachen und schauen, ob es irgendwie unterschiedliche Farben sind. 2012, 2013. Also das war Februar und das war April. Das ist Juli. So, bringen wir es in eine Order, damit es uns Sinn hat. Was ist das Leben ohne Order? Ja. So. Und das ist Juli. Was haben wir hier? Das ist Juni 2011. So. Jetzt sind wir gespannt. Es müsste etwas dunkler wie das hier sein und etwas heller wie das hier. Wobei, ich glaube, bei einem Monat dürfte es wahrscheinlich nicht so viel Unterschied sein. Aber wer weiß. Okay. Das ist aber jetzt wesentlich dunkler. Hätte ich gesagt, was sagst du? Ja. Der Assi im Hintergrund stimmt mir zu. Das ist dunkler als das hier. Und das hier. Oder? Ja. Witzig. Juli, Juni, April, Februar. Faszinierend. 2010 zum Vergleich. Ist ja irre. Gut. Ah, dann hätten wir noch 2012 und 13. Das ist August, Ende August 2012. Das ist zu Boden gesagt. Ups, es. Das sieht jetzt schon richtig aus wie ein standesgemäßes Red Bull. Es riecht weniger intensiv, finde ich. Aber wahrscheinlich rieche ich jetzt schon gar nichts mehr. Okay, das schmeckt irgendwie ganz anders. Dieses Red Bull kommt auch irgendwo. Sie haben auf jeden Fall Wodka draufgeschrieben. Ah, Polen. Dieses Red Bull wurde in Polen, schätze ich mal, verkauft. Müsste eigentlich gleich schmecken, tut's aber nicht. Ist jetzt das 212er. Hier haben wir das 13er. Ebenfalls August, Anfang August 2013. So, das heißt, das ist 14 Jahre, ein Jahr ungefähr abgelaufen. Thank you.
könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Farblich schaut es okay aus irgendwie. Zum Glück haben wir noch ein gutes. Eins aus 2000, also Ablaufdatum 2016. Trotzdem, es ist heller. Mhm. Und soweit ich das von dir sehe, ist es das Hellste. Im Vergleich 2010, 4 Jahre, ich glaube, man sieht es noch in der Kamera, das ist 4 Jahre, das ist das Gute, noch immer funktionstüchtige. Ja, wie gesagt, nachdem ich jetzt so viel gekostet habe, könnte ich nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Es schmeckt. Aber das hätte ich bei dem auch gesagt. Aber wenn man die Farbe anschaut, weiß man, da stimmt was nicht. Also was ist mein Tipp für Red Bull-Genießer? Prägt euch die Farbe von nicht abgelaufenem Red Bull ein, um sicher zu gehen, dass ihr gutes Zeug bekommt. Ich finde es erstaunlich, dass die so variieren in der Farbe. Und ja, abgelaufen ist halt doch abgelaufen, gell? Das war's soweit von meinem Red Bull Test. Ich werde jetzt die abgelaufenen entsorgen. Und zwar nicht hier, sondern hier. Das würde ich auch euch empfehlen. Und somit danke fürs Zuschauen. Liebe Red Bull-Mannschaft, so sieht euer Zeug nach ein paar Jahren aus. Ist okay, denke ich mir, ihr schreibt es auch drauf. Vergesst nicht, bitte meinen Kanal zu abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bald wieder. Tschüss.